So, willkommen zurück, Factorio. Was ist passiert? Ich habe jetzt meine Robis praktisch schon vorbereitet, ja, wie gesagt. Die Gestelle werden ja produziert. Problem an der Geschichte, es dauert natürlich ein bisschen jetzt einfach. Ne? Was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe den zweiten Zug automatisiert, der ja Messing transportiert. Was auch passiert, jetzt haben wir die Bedingung, eine Bedingung erfüllt, die meinen ersten Zug ständig hin und her rasen lässt. Weil die Bedingung heißt, für hier unten, Inventar voll oder warten. So, Inventar ist voll. Bumm, er haut ab. Oben heißt's, warten oder Inventar leer, glaube ich. Er kann aber nichts leeren. Also fährt er sofort wieder zurück. Das dauert ein paar Sekunden, er ist wieder hier. Bumm. Jetzt fährt er immer zack, 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 wie ein Bescheuerter hin und her. So, der Messingzug, den habe ich jetzt auch eben automatisiert, der fährt jetzt auch selbst. Was ist ansonsten passiert? Ich habe mir Alu sozusagen hochgezogen. Fast ganz hoch. Bin jetzt hier gerade noch dabei, wollte hier eben nochmal weitermachen, dass ein bisschen Schwefelsäure auch hergestellt wird, weil das immer noch nicht so richtig voll ist. Gefällt mir nicht. Das wird richtig leer gesaugt. Natürlich auch erst recht, weil das unterfährt er wieder, weil eben die ganze Zeit Messing produziert wird. Ja? Deswegen brauche ich unbedingt Schwefelsäure. Die wird aber halt nur produziert, wenn ich hier auch produziere. Sonst geht's ja nicht. Ja. Ja gut, ist dann so. Du kannst hier eigentlich mal... Nee, kannst du nicht. Kannst du die Hälfte nehmen? Kannst du auch nicht, ne? Das ist jetzt Chart. Mal gucken, ob du den Rest kriegst. Nee, kriegst du nicht. Na, egal. So, jetzt kriegen wir unser Inventar sozusagen leer. Passt schon. So, bitte viel Spaß. Ja, und dann lassen wir die jetzt einfach produzieren, weil nur dann wird natürlich hier auch Schwefelsäure produziert. Das Problem an der Geschichte, hier wird weggeknickt. Das heißt, wahrscheinlich ist es ein bisschen eine dumme Idee, dass ich im Moment hier draußen das nach draußen führe. Weil der schnappt sich das hier schneller, weil da ist er zuerst, bevor er nach oben in die Fabrik kommen würde. Also kriegt die Fabrik nicht so viel ab, wie sie abkriegen müsste, um Schwefelsäure effektiv zu produzieren, ja? Problem soweit klar. Das heißt, ich werde das Folgendes machen. Zack! Arschlecken 350, ihr ballert jetzt alles bitte da rein in die Schwefelsäurefabrik. Ja, es ist genug Platz vorhanden und ich brauche Schwefelsäure. Schluss jetzt. Da außen ist genug drin. Wenn es sein soll, kann ich weitermachen. Alles gut. Zack, und da fährt er wieder zurück. Ich krieg den jetzt sowieso nicht, kann ich vergessen. Ich nehme den anderen Zug auf dem Weg zurück. Naja, vorher machen wir ein bisschen Forschung. Kampfanzug, ja, wäre eine durchaus schöne Idee. Warum denn nicht? Ach, da gibt es sogar jetzt zwei Möglichkeiten, wie man Kampfanzug herstellen kann. Ich kann meine modulare Rüstung verarbeiten, die ich ja schon habe. Elektromotoren, Stahlträger. Oder ich muss Logikschaltungen machen, Elektromotoren und... Aber die ist ja billiger, die erste. Hat die auch dasselbe? Ja. Aha. Ja, heiß. Na gut, forsch das mal. Militärisch bin ich auch ganz gut hinterher. Habe jetzt alle möglichen Lasergeschwindigkeiten und alles hinterher geballert. Ne? Passt schon. Oh, das ist voll, das ist voll. Ja. Der fährt natürlich jetzt im Moment noch nicht unbedingt hinterher, weil er... Moment, warum eigentlich nicht? Hofft der, dass er noch was abladen kann? Oder was ist dem sein Problem? Muss ich mir gleich mal anschauen. Wir sehen uns gleich oben wieder. Ich habe nämlich jetzt schon mal angefangen, auch Transistoren und Widerstände mit reinzuführen. Ich möchte dann nämlich auch die ganzen Werkzeuge und Gehirne und was weiß ich was alles für die Roboter bauen, ne? Bis gleich oben. Was schaffe ich heute noch? Na, viel mehr wahrscheinlich nicht. Den Bus erweitern möchte ich eigentlich ganz gern noch, ja. Das Alu am Bus ist effektiv. Messing wäre mir auch lieb, aber das schaffe ich heute nicht mehr. Also in diesem Part, jetzt in dieser Aufnahme, das kann ich vergessen. Na, mal gucken. Aber vielleicht Invar und Nickel auch. Wobei ich davon nicht so viel brauche. Da reicht mir, glaube ich, echt eins. Ja, wovon wegen? Eins, oder? Ja, da reicht eins. Komm, so viel brauchen wir davon echt nicht. Invar und Nickel brauchen wir nicht so viel. Invar vielleicht noch eher, aber Nickel nicht. Bis gleich. So, was hatte ich noch vor? Ich wollte hier unten noch wegen dem Kampf das Zeug bauen. Das heißt, ich brauche Rotguss, Kupfer, Zinn und Zink. Zink habe ich. Tue ich mir auch beiseite. Schaffen wir das noch? Nee, schaffe ich nicht. Komm, wir kümmern uns jetzt mal um Roboter. Passt schon. Erstmal Roboter jetzt und dann sehen wir weiter. Und Buserweiterung. Mehr schaffen wir in dem Part jetzt nicht. Ist einfach so. So, jetzt ist wieder Abend. Shit. Ja, Gott sei Dank habe ich Lampen.
ist mir auch klar, warum der immer noch länger braucht. Natürlich, der ist ja noch nicht voll. Der andere ist ja wirklich knackevoll. Der hat keinen Platz mehr frei, um irgendwas zu machen. Deswegen rast der hin und her. Aber der hat ja hier noch die Möglichkeit aufzuladen und oben wieder abzuladen. Und so schnell sind die Arme nicht, also wartet er immer noch ein bisschen. Haben wir das geklärt? Was ist da jetzt runtergefallen? Naja. Bis gleich oben am Bus. Ist ja nicht, was mit den Aliens da passiert. Ne, sind nicht beide groß gewachsen, oder? Ah, können wir mal schauen dann. Ach, Six, das wollte ich auch noch machen. Laser. Genau. Ah, da war ja noch was. Wegen der Kampfroboter, diese Angriffsdinger. Moment. Ja, hier sind sie. Da, diese Panzer, ne? Ja gut, Logikschaltung habe ich nicht, aber ich kann schon mal ein paar Lasergeschütze stapeln, ne? Das wäre doch ganz geschickt. Außerdem habe ich noch was gemacht, das ist mir nämlich letztens eingefallen. Guck mal auch gleich nochmal hin. Ich habe doch schon die eigentlich automatisiert, die nächstbesseren Fabriken. Aber ich habe nicht weitergemacht damit. Also, wir stapeln hier rein. Aber, so nur. Und das wird teuer genug schon. Ich denke, fast 5 reichen. Ich weiß nicht, wie hoch der die stapelt, aber ich denke eigentlich... ich denke, Autosave. Ach, scheiße. 5. Ja, okay, das sollte reichen, ja. Da haben die jetzt echt genug zu tun, saugen alles leer. Es wird einfach nur grausam, aber egal, passt schon. So, was war hier? Hier waren eben die Gestelle und die dauern aber auch ziemlich lange. Also die saugen auch die ganze Zeit schon an, wie bescheuert. Ich brauche dann, um Gestelle 2 zu machen, wären die hier. Bräuchte ich ja weitere Schaltungen. Elektromotoren, Batterien. Ach ja, und Alu. Ha! Muss ich alles noch irgendwo hier reinbringen. Weil das werde ich auch hier drin machen. Erweiterte Schaltung habe ich auch noch nicht hier drin. Mhm, schön. Alu habe ich auch noch nicht hier drin. Ach, das ist doch fantastisch, ist doch das. So, jetzt ziehen wir uns den restlichen Scheiß hierher. Aber hier habe ich erweiterte Schaltungen schon drin. Ich habe es bloß nicht reingeballert. Oder sind das keine erweiterten, sondern die Platinen? Moment, wir werden es rausfinden. Was ist es? Weil Platinen brauche ich ja auch. Das sind erweiterte Schaltungen. Was kommt hier oben an? Nix. Aber gleich. Und da dann auch. So, und dann schauen wir mal, was es ist. Schnieschner Schnappi. So, hier haben wir eben den Blödsinn. So, dann haben wir... Irgendwo steht nämlich schon was. Ich muss jetzt nur wieder gucken, wo alles schon steht. Das ist einfach das Problem. Es ist so viel, was ich mittlerweile hier wieder herholen muss. Naja, soll ja auch so sein, ne? Wäre ja langweilig sonst. Da sind Widerstände. So, und wo sind die Transistoren? Ah, die habe ich nämlich auch schon irgendwo hingebracht. Wie weit gehen die schon, die Transistoren? Bis hier. Mhm. Führen wir sie mal ein Stück weiter. Durch. Widerstände werden auch total zerfetzt und zerlegt schon. Egal, weitermachen. Es nützt ja alles nichts. Ich brauche den Scheiß. Die hat er mir vorhin total leer gesaugt, aber das wird jetzt halt nochmal weitergehen. Egal, ja, ich will das drüben haben. So, das brauche ich nämlich dann weiter, um die ganzen anderen Sachen für die Robis zu machen. So. Ich denke, die Transistoren sind weniger das Problem als die Widerstände. Weil die Widerstände brauche ich, glaube ich, für mehr. Also dann schickt man Transistoren gleich weiter. Oh, die kommen dann sogar an schon. Egal. So, was ich noch machen wollte. Wo schicke ich denn die Motoren hin? Also nicht die Motoren, die Fabriken. Hier. So, machen wir nämlich mal weiter. Und zwar wollte ich hier machen, ja, erstmal weiter forschen. Bessere Materialfarbe. Oh, die ist aber schon teuer. Oh ja. Ne, da gucken wir mal hier weiter bei, was wir bei Kampf noch haben. Ja, der ist nämlich billiger. Noch 200, dann nehmen wir erstmal das. So, ich möchte machen hier drinnen die Fabriken Mark 3. Ach so. Ernsthaft? Nein, erstmal Mark, ja doch, Mark 3. Mark 3 stimmt ja sogar, aber habe ich die erweiterte Schaltung hier drin? Natürlich wieder nicht, ne? Oh, boah, ich bin so ein Depp, ey. Das ist doch echt zum Kotzen, ist doch das. Ich habe Stahlzahnrad. Und hier brauche ich eben das Lager auch, ja. Und ich brauche aber erweiterte Schaltung irgendwie noch. Oh, Mann. Von wo soll ich denn die... Geht doch, ist doch schon da. Ich muss sie doch nur reinziehen. Du Penner, echt. Das ist, wenn man so lange nichts macht, ne? Dann kommt man voll raus. Also, von hier oben kommen die... Von hier, danke. Von hier kommen also die Schaltungen. So, die werden wir erstmal teilen. So, ich werde aber hier drin nichts machen, außer... Ich bin echt gerade überlegen, mache ich die Stufe 4 auch noch? Schaffe ich nicht. Machen wir noch eine Fabrik davon. Ist doch scheißegal. Es spart mir ja trotzdem Platz.
wenn ich das alles draußen machen würde, bräuchte ich mehr Platz als das, wenn ich es jetzt hier mache. Ist okay. Was soll's. So. Diese brauchen Schaltung, Stahlträger, Lager und Zahnrad. So, Lager und Zahnrad habe ich hier. Die dürfen wir übrigens jetzt gleich mal, Moment. Wir machen mal Folgendes. Wir schicken das hier runter. So. Dann schicken wir das hier rüber, hier rauf. So, und dann trennen wir es mal. Ein Teilerband. Ja, bestimmt daneben. Das bringt mir ungemein viel. Weiter geht's. So, hier Lager. Ich sag gleich einen bösen Fluch, ey. Lager braucht er 5. Er braucht von allem 5, außer die Elektronikmontage. Das macht die Sache einfach. Schaltung, Stahlträger auf 1, Lager und Zahnrad auf 1. Gut. Aber diese Zweierfabrik braucht kein Lager, ist es richtig? Richtig. Also. Das heißt, wir schicken jetzt nach oben. So erstmal. Dann schicken wir es rüber. So, dann brauchen wir das hier und das brauchen wir nicht rüber schicken. Nicht trennen. So. Erstmal rauf mit dir. So. Rüber das Ganze. Muss ich Lager für irgendwas aufheben? Ich würde mal sagen, schaden kann es nicht, einfach ein paar Pufferkisten zu haben, oder? Also. Ups. Lager da rein. Dankeschön. Aber wir begrenzen die Kiste. So, das ist schon schlimm genug. Das wird Ewigkeiten dauern, aber scheißegal. Machen wir mal jetzt, ja? Ich werde also meinen Stahlvorrat total leer saugen. Egal, passt schon. Ich werde außerdem mir hier auch mal ein paar Stahlzahnräder beiseite legen. Wie gesagt, Puffer haben, wer weiß, wofür man es brauchen kann. Ist immer eine gute Sache. Auch hier machen wir aber eine Grenze rein. So. Gut, dann ist es nämlich mal ein bisschen weitergeführt worden, dass wir hier auch mal automatisierte Fabriken kriegen. Ne? Im Moment habe ich ja genug davon, deswegen war mir das nicht so wichtig. Okay, so. Jetzt können wir uns wieder da oben ein bisschen kurz kümmern. Weil da ist bestimmt was angekommen. Die Transistoren sind da? Sind da. So, Widerstände. Die kommen nämlich von ganz oben irgendwo. Ja, da. Die legen jetzt schon mal einen weiten Weg zurück. Bis hier drüben. Okay. Weitermachen. Dankeschön. Währenddessen ziehe ich mal andere Sachen mit an. Boy, oder ich bleib hängen. Eigentlich wollte ich Sachen an den Bus ziehen. Auch sag mal, Leute. So, hier ist Alu. Das ist das Erste, was ich jetzt haben möchte. Hier habe ich nämlich die Platinen vergessen. Ja. Habe ich mir jetzt doch noch hergezogen. Ach ja, Platinen. Die habe ich doch für irgendwas gebraucht. Für die Gehirne, nicht? War da nicht was? Ja, brauche ich nämlich Platinen und nicht die... Hier habe ich zwar die Schaltungen rein, die erweiterten, aber die Platine, das Grundprodukt, habe ich mir nicht rausgezogen, ja? Das war ja ganz sinnvoll, aber jetzt habe ich es mir gezogen, ja? Das ist nämlich die Platine hier erstmal. Ja, nee, ist klar, ne? Irgendwann nervt's, aber egal, braucht man. Es ist grausam, es ist einfach nur noch grausam. So... Muss ich halt irgendwie von oben ranzerren noch. Weiß ich auch noch nicht wie. Naja, eigentlich das ist das nicht mal so schwer. Einfach so und dann rein mit dir. Boom, viel Spaß. So, und dann machen wir das Ganze hier tatsächlich weiterhin mit unterirdischen, damit wir hier die Möglichkeit haben, noch irgendwas durchzuzerren, falls nötig. Möglich, sage ich schon. Nötig natürlich. Es geht um nötig. Falls wir es nötig haben. Also nicht, falls wir es nötig haben. Alles, was ich sage, kann gegen mich verwendet werden, ja. So. Wie gehe ich jetzt vor? Jetzt gehen wir hier lang, ja. Passt. Bringt das was? Ja, könnte gehen. Nee, kann nicht gehen. So. Okay. Jetzt kommt da drüben schon wieder die... Es ist doch zum Reihen, ist doch das. Das ist jetzt, na, das ist also jetzt die Vorbereitung für die Platine. Ja. Auch die braucht... Leute, was denn jetzt? Was hängt denn jetzt so? Hallo? Wow! Schock mich nicht! Spiel! Wir versuchen mal, wie weit wir so kommen. So. Und jetzt? Kommen wir da durch? Nö.
Auch noch nicht. Aber mal gucken, wie weit wir kommen. So. Ja, doch, es geht. Ich komme ja hier von oben durch. Dann hier hin. Passt. Ist okay. So. Jetzt bringen wir erstmal die Widerstände weiter weg. Bringen wir die noch weiter hin. Das meine ich nicht weiter weg, weiter hin. Weil, dann kann ich noch mal ein bisschen was weiterbauen, was ich noch haben möchte, gerne. Also, Laser wird gebaut. Die Frames werden gebaut, ne? Die Gestelle. Ja. Es ist so grausam. Kommt jetzt hier an, die Widerstände gleich. Jo, jetzt. Okay. So, was bräuchte ich denn als nächstes? Ich bräuchte ja zum Beispiel Werkzeuge. Ja, hier Waffen oder auch die Konstruktions- und Roboterwerkzeuge und Logistikroboterwerkzeuge. Brauche alles, Stahlzahnrad, Stahlträger. Alles, auch die Waffen, ja. Das macht die Sache einfach. Gut, rein. Dann überlegen wir uns da was Schönes. Also, Stahl haben wir hier drin. Aber viel zu wenig. Viel, viel, viel zu wenig. Ich muss das nochmal irgendwo teilen. Ich weiß aber gar nicht wie. Moment. Ha! Ich weiß doch wie. Moment, das kommt doch hier innen rein, ne? So. Jetzt haben wir ein bisschen eine schmutzige Trickserei, aber das ist ja wurscht. So. Autosave ist ja okay. Solange du nicht einfach dich aufhängst hier, ist ja alles in Ordnung. Bleib mal ja Freunde, weil das gerade hat mir nicht so gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ich komme ganz knapp nicht durch. Was ist denn das für ein Dreck, Mann? Entschuldigung. Für das etwas genervt sein. So, durch hier. So. Ey, Jungs, was ist denn... Hey. Warum hängt denn das manchmal so? Was ist denn los? Macht ihr irgendwas? Versucht ihr schon wieder irgendwas runterzuladen nebenbei? Macht keinen Blödsinn, Junge. So. Könnte man fast noch hier machen. Nee, können wir nicht. Was brauchen wir hier? Alu. Ja. Naja. Können wir doch noch hier machen, fast. Da hier unten dann denn das fürs Robotergestell 2 brauche ich natürlich. Ach. Das Rezept ist geändert. Braucht nicht mehr das Robotergestell 1 fürs 2er? Das ist ja scheiße. Das war früher so. Nee, das ist komplett geändert. Ja, so, da bin ich wieder. Also ihr habt jetzt verdammt viel nicht gesehen. Ja, warum? Ja, meine Scheißplatte war wieder voll. Ich denke aber auch nichts nach. Ich habe das vorher gerenderte Video noch nicht gelöscht gehabt. Also, wir hatten hier angefangen. Das habe ich jetzt nicht... Würdest du jetzt mal aufhören, so rumzuhängen? Es gibt jetzt keinen Grund dafür. Ich habe dir gerade die Platte freigeräumt. Weitermachen, danke. Sonst werde ich ein bisschen stinkig jetzt langsam. Hier. Ich habe mir das jetzt ein bisschen vorbereitet, dass hier ein Puffer drin ist, dass ich hier dann die nächsten Sachen machen kann. Das steht schon lange drinnen. Ich habe es nur die ganze Zeit nicht hergezogen. Okay. Habe mir hier ein bisschen was vorbereitet. Habe nur jetzt noch nicht weitergemacht, weil ich mich jetzt erstmal noch um die... Rubis weiter kümmern wollte, um die Produktion da. Für jetzt hier gerade Transistoren und Widerstände und alles rein. Ja, die Transistoren sind da. Die erweiterten Schaltungen sind da. Hier oben kommen dann die Platinen an, die ich auch noch brauche. So, was ich jetzt eigentlich für Überlegungen hatte und habe euch das total vorenthalten, weil ich nicht vorwärts kam. Also erstmal hier mache ich Laserwaffen. Da habe ich mir jetzt auch ein paar in eine... Ach, die werden nur 50 gestackt. Reicht trotzdem 5 Stacks. Die stacke ich mir deswegen gerade weg, wegen der Angriffsroboter, die hier sind, ja. Das mache ich dann einfach mit Kisten befüllen, das passt schon. So sehr automatisiere ich das nicht. So, dann war die Überlegung, wo mache ich jetzt diese bescheuerten Gehirne, ja. So, die hier. Und da habe ich so überlegt, nee, nicht Gehirne, jetzt gehen wir Werkzeuge. Aber ich sagte, ich habe sowieso scheiße den Stahl reingelegt, richtig scheiße. Habe ich. Werden wir gleich ändern. So, was wir noch haben ist, mal wieder Ibimser Horst, ne? Weil wozu habe ich mir hier die Flugrobotergestelle so viel gemacht? Weißt du was, damit machen wir jetzt Schluss. Wenn das voll ist, macht das Sense. Was soll der Blödsinn? Ich brauche kein Flugrobotergestell 1. Früher, in der
vorherigen Bomb-Version, die ich noch gespielt habe, war das so, dass man für das 2er Flugrobotergestell das 1er Gestell gebraucht hat. Und wenn wir das jetzt schauen, dann ist das nicht mehr so. Wozu habe ich mir also jetzt diesen scheiß Aufbau gemacht mit Flugrobotergestell 1? Ja, ich brauche sie trotzdem wegen der Angriffsroboter, wegen der Verteidigungsroboter. Passt schon, ist egal. Ist jetzt nicht schön, aber okay, was soll's. Was brauche ich denn fürs 2er? Ja, Alu muss erst ankommen. Erweiterte Schaltungen, okay, krieg mal hin. So, was ich jetzt gerne hätte, das nochmal geteilt, weil, wie gesagt, ich habe eh das Scheiße aufgeteilt. Wir teilen einfach alles von dem Stahl weg. Das ist ein bisschen grausam für die Stahlproduktion dann, aber passt schon, die schafft das. Ja. So, jetzt gehen wir hier schön weit durch. Dann können wir dann nämlich ein paar Fabriken hinbauen. Gleich. So, und dann lassen wir das rausführen. Bumm, tschüss. Abflug. Dann kann das nämlich an der Seite auch wieder rausführen. Wo führt's raus? Oben? Nee. Nicht ganz oben. So. Bitteschön. Jetzt können wir weitermachen. So. Ja, die saugen natürlich auch gerade die Batterien leer wegen dem Laser-Türmen eben. So, hier kommt es raus, richtig? Ja, dann habe ich nämlich hier nochmal Stahl. Und hier drin aber eben auch, weil ich nämlich jetzt gesagt habe, die Werkzeuge mache ich auch hier drin. Dafür brauche ich, egal, ob es jetzt Waffe ist oder ob es Werkzeuge sind, dafür brauche ich Stahl. Stahlträger, Stahlzahnrad, mehr brauche ich nicht. Unterschiedliche Mengen halt an Stahlzahnrädern eventuell, ja. Die Werkzeuge brauchen nicht so viel wie die Waffe. So, also... Davon brauche ich nur eine Fabrik jeweils. Das reicht mir. Ich lasse das langsam laufen, das ist mir wurscht. So, wir haben außerdem festgestellt, die Forschung wird langsam teuer. Ich mache jetzt gerade im Moment die Militärforschungen, ja. Die sind noch nicht ganz so teuer. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt noch mitgekriegt habt, weil das war wieder echt ein absoluter Matze-Live. Nicht eins live, sondern Matze-Live. Absolut. So, hier unten kommt dann die Flugrobotergestell 2 Produktion hin. Irgendwie, ich weiß auch noch nicht wie, aber irgendwie schaffe ich es. Oder mache ich es oben hin? Ne, ich glaube, ich mache sie lieber oben hin. Das heißt, wir können jetzt hier nach unten. So, machen hier nochmal einen Trenner hin. Führen einen hier weg. Den anderen nach unten. Und in den, den wir nach unten führen, stecken wir 2 Fabriken ran. So. Die kriegen einen Produktionsauftrag. Habe ich ein bisschen blöd gemacht, egal. So. Gib mir mal das jetzt, danke. So. Was war das jetzt für eine Aktion? So. Gut, und ihr kriegt jetzt den Produktionsauftrag Stahlzahnräder. Viel Spaß. Können wir loslegen. Dann bauen wir nämlich daneben jetzt Fabriken. Und wie gesagt, jeweils eine reicht. Es tut mir leid, jeweils eine reicht einfach. Ja, langt. So, die kriegt dann lange Arme, logisch. Wie gesagt, auch die hätten wir uns sparen können. Aber naja. Ich habe ja die Bobs Adjustable Inserters drin. Ja, es gibt jetzt alles auf Version 0.16 auch. Ich könnte also eigentlich auf die Experimental updaten. Aber ich warte, bis es auch wirklich final und stable ist. Dann mache ich das Update auch der Mods. Im Moment lasse ich jetzt einfach so weiterlaufen. So, danach brauchen wir hier Kisten. Weil das machen wir einfach immer nur in eine Kiste rein. Das produziere ich dann halbautomatisch immer aus den Kisten raus und was. Das ist mir ein bisschen zu blöd, das komplett voll zu automatisieren. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wie sehr ich die Roboter benutzen werde. Auch wenn ein Hefti, der wahrscheinlich scheiße schreit, wenn ich wenig mit Robotern arbeite. Die Logistikroboter werde ich wahrscheinlich benutzen, wenn ich mich mal reingefuchst habe oder so. Aber den Rest, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, ihr macht bitte Waffe. Du machst Werkzeug und du machst Werkzeug. So, und dann braucht ihr halt hier einen, der das Ganze rausmacht. Dankeschön, das war's doch schon. So, und das Ganze wird aber begrenzt natürlich. 5 Stacks sollten davon locker reichen, ne? Jeweils. So, auch hier 5 Stacks reichen. Dankeschön. So, dann könnt ihr loslegen. Na, wir haben also jetzt fertiggestellt die Produktion der Werkzeuge und Waffen noch für die ganzen Robis.
ja, die Fabriken kommen nicht hinterher. Das war also fast eine blöde Idee. Erstmal nimmt der jetzt alles weg für die Roboterwerkzeuge. Merkt, passt hier, für die Verteidigungsroboterwaffen. Es kommen hier hinten keine Zahnräder an. Ja, ich könnte es jetzt anders machen. Ich glaube, das mache ich sogar. Und zwar, ich kann mir das leisten. Komm. Scheiß drauf, ich kann mir das leisten. Und zwar machen wir Folgendes. Nee, so geht's nicht. Aber so müsste es gehen. Oh, der saugt aber gerade, ey. Die werden da nicht so schnell arbeiten, aber ist eigentlich wurscht, ne? Ist ja eigentlich egal. Jetzt wird's witzig. Jetzt wird's richtig skurril. Und zwar. Erstmal schließen. Och, Leutz. Ja, das heißt aber auch, ich muss echt gleich Schluss machen, weil es viel zu lange wird, das Video. Und der das nicht mehr schafft, der Rechner auch wegen meinem Platz. Das ist wieder ein viel zu langes Video, sorry, aber ein paar Sachen halt gemacht. So, und zwar werde ich den jetzt mal einstellen. Abgabeposition hier. Versatz hier. Okay. Kriegst du das hin? Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Und du machst auch einen Versatz. So. Dankeschön. Und dann dürft ihr nämlich machen Stahlzahnräder. So, jetzt bin ich ja gespannt. Ja, das sieht gar nicht mal schlecht aus. Jetzt kommt nämlich vielleicht auch hinten was an den Werkzeugen an. Sehr schön. Na, funktioniert. Das hatte ich vor. So, funktioniert. Ja, hier werden also jetzt Roboterwerkzeuge gebaut und Waffen. So, dann hier unten anschließend oder eben oben, wahrscheinlich eher im oberen Bereich, werde ich die Mark II Gestelle bauen. Und mehr werde ich erstmal nicht machen. Auf Mark 3 und was, das mache ich dann in einer weiteren Fabrik. Hier oben werden fertiggestellt Lasertürme. Na, das sind Türme. Ja, Lasergeschütze heißen sie ja hier, aber egal. Es sind wie Türme. Ganz witzig eigentlich, aber wenn die schießen, dann brauchen die richtig was. Deswegen, ja, schauen wir mal. So. Was haben wir noch gemacht? Wir haben hier soweit alles rangezerrt. Auch die, ne, die noch nicht, sehe ich gerade. Wo sind die stecken geblieben? Aha, hier. Die Widerstände müssen noch runter. Dann kann ich nämlich auch mal die Gehirne anfangen. Gehirne. Ja. Da gab es doch mal so einen blöden Joke. Da läuft ein Zombie rum und sucht nach Gehirnen und läuft ein paar Hoppern vorbei. Schreit zweimal Gehirne und läuft weiter. Ja, der ist böse. So. Okay. Ja, und die mache ich dann aber auch woanders, die Gehirne, weil das hat keinen Sinn. Dafür brauche ich grundlegende... ich brauche noch grundlegende Platine. Nicht nur die normale, sondern die grundlegende auch. Ey, das ist doch scheiße, ist doch das. Die Frage ist, brauche ich überhaupt das Logistikrobotergehirn? Ach so, ja doch, brauche ich. Oder? Ja, komm, ich baue jeden einmal. Ist... Scheiß drauf, ich baue jeden einmal. Schluss, egal. So, wir forschen also jetzt lustig weiter. Ich werde mir das alles hier reinzerren, dass ich auch noch die Gehirne anfangen kann. Die Roboter, ja, Gehirne, CPU, ne? Die CPU der Robis. Ich ziehe mir weiterhin Alu hier oben jetzt rein, dass es endlich da ist. Ziehe mir Inva und Nickel auch noch hier rein. Nach oben zumindest. Wie weit, muss ich mal gucken. Warum hier Wasser ist, verstehe ich auch nicht. Irgendwo habe ich auch schon angefangen, oder habe ich nicht angefangen, weiß ich gar nicht mehr, mir den anderen Scheiß nach oben zu ziehen, und zwar Lithiumwasser. War ich der Meinung, dass ich irgendwo angefangen hatte. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Weil das bräuchte ich auch oben langsam. Dann könnte ich nämlich die nächsten Batterien machen. Aber irgendwie sieht's Lithiumwasser. So, und wo endet es? Hier. Ja, muss ich also weiter nach oben bringen. Gut, da ist es tatsächlich. So, also den ganzen Scheiß weiter an den Bus erweitern. Ich baue jetzt Roboterwerkzeuge und Waffen. Die Hirne sind vorbereitet. Meine Züge sind jetzt alle automatisiert. Das ist halt passiert. Viel mehr leider nicht. Das dauert jetzt einfach immer. Muss man einfach sagen, das dauert ein bisschen. Ist da noch was drin? Ja, aber auch nicht mehr so viel. Ihr könnt noch. Ja, ihr könnt noch. Das ist schön. Ich habe ja auch schon wieder genug...
Ja, genau, hier habe ich meine ganzen Pakete für Militärische wieder dabei. So, ja, und dann lassen wir das Ganze mal weiterlaufen. Ich lasse das jetzt noch ein bisschen weiterlaufen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Viel zu lang geworden. Langatmig, sorry. Gerne Like oder Kommentar trotzdem. Und dann sehen wir uns im nächsten Part mit den ersten Robotern. Gehe ich schwer von aus. Das schaffen wir dann jetzt. Wenn es auch jetzt nur die Mark 1 sind. Weil mir fehlen jetzt nur noch die Gehirne. Dann habe ich ja alles. Ja. Gestelle habe ich, die Werkzeuge habe ich und Gehirne und mehr brauche ich ja nicht. Dann kann ich nämlich jetzt hier loslegen und kann hier sagen, Bob, das ist bei Logistik wahrscheinlich, ne? Bobs Logistik, da haben wir sie. Na, ich brauche Robotergestell, Robotergehirn, Roboterwerkzeug. Ah, hier war es aber so. Genau, da habe ich doch richtig gedacht. Ich brauche nämlich alles. Um die Logistikroboter 2 zu machen, brauche ich nämlich einen beschissenen Logistikroboter 1. Also alles gut, ich habe nichts umsonst gemacht. Passt. Das ist die gepanzerte Lok, ne? Ja, ist auch ganz geil. Lebenspunkte, 5000 mehr als Panzer. Na? Nächster Part. Fliegen meine Robis. Also, ob sie fliegen, weiß ich nicht, aber in den Kisten landen sie schon mal. Und dann schauen wir weiter. Bis dahin. Ich weiß nicht, wie sehr ich mit Robotern arbeite. Mal gucken. Boah, das zieht's aber Stahl, ey. Bösartig. Ups. Au.